Hallihallo und herzlich willkommen zurück in Arkham City. Ich bin der Baume und... Ist meine Maschine zu schnell für dich, Batman? Er schummelt. Er hat geschummelt. Ich hab's letzte, am Ende der letzten Folge schon durchblicken lassen. Guckt euch das mal an. So, und ich wette gleich... Los? Moment. Zu schwierig? Jetzt sitzt er da drüben? Auf jeden Fall kann ich auch schummeln. Ich wette, das ist geschummelt, wenn man die Dinger im Auge behält. Aber er ist auf jeden Fall ist da drüben. Ist meine Maschine zu schnell für dich, Batman? Kannst du auch mal für 5 Minuten die Fresse halten? Das ist mal meine lustige Aufgabe für dich. Wollen wir mal sehen, ob du recht hast? Was? Nein! Wie hast du das gemacht? Batman, hier drüben! Lass mich hier raus! Kann ich irgendwie da rüberkommen? Ich trau dem Brat nicht. Hi, di-di-di-di-du. Geht's dir gut? Guck mal, wie ich aussehe. Ich hab überall Schürfwunden und Kratzer. Wie wär's mit dem Dankeschön? Sie sind in Sicherheit, Officer North. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich würde da krepieren. Riddler hat Ihnen einen Code gegeben, oder? Ja, er lautet 860120. Er meinte, das würde dir helfen. Tut es. Warten Sie hier. Oh, guck mal. Ich hab da schon ein bisschen hier schwarze Adern im Gesicht. Ich sollte mich langsam echt beeilen. Wir sind wirklich krank. Superhirn, ja. Level up. Alter Schwede, das geht ja super hier. Okay, 860. 860. Warte mal, hier war gerade was. Five. 20, 21, 18, 14, 2, 1. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Aber als Lösung kommt raus, wenn man die Zahlen in Buchstaben umwandelt, I will return, Batman. Und das ist eine Nachricht vom Scarecrow. Der in Arkham Asylum von Killer Croc gefressen wurde. Oder vielleicht nicht. Ja, von denen gibt es noch mehr. Von denen gibt es noch 2 weitere, aber die sind so schwierig zu dekodieren, dass ich das nicht tun werde. Das könnt ihr gerne mal bei YouTube suchen. Dann werdet ihr das auch finden. So, ich habe vollstes Vertrauen in euch. Ist aber sehr, sehr fein hier einzustellen. Okay, und die 1, 2... 1, 2, 0. Versucht da etwa jemand eine Geisel aufzuspüren, bevor er genug meiner Geheimnisse gefunden hat? Ich hoffe nicht. Ah, es gibt also noch... Dieses Rätsel hättest du nie im Leben lösen können, Batman. Selbst ich konnte es nicht. Du hast sicher geschummelt. Das ist eine Warnung. Von jetzt an wird es schwieriger. Es war echt ein verdammt gutes Rätsel, das muss man ihn lassen. Ich wette, er hat selber geschummelt. Ich wette mir das nochmal im Replay angucken und man wird immer darauf kommen, dass das Ding in der Mitte landet, aber wenn man es scannt, ist es halt eindeutig. Hallo, du da. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, war cool, ne? Und sonst so? Ich kenne Nigma noch aus der Anstalt. Er hielt sich immer schon für was Besseres als die anderen. Ich nehme an, du wirst ihm in den Hintern treten. Ja, sicher, ne? Und, deine Frau eigentlich? Denk an den Code. Er lautet 860120. Hab ich schon lange. Ich kenne Nigma noch aus der Anstalt. Okay, das er reicht mir. Er hielt sich immer schon für was das Besseres. Das reicht mir. Sei ruhig. Ah, du. Ich nehme an, du wirst machst mir in den Ohren kaputt. Ja, natürlich. Und noch ganz woanders hin. Was ist grün und violett und kriegt eins in den Arsch? So, welcher Akrobaten von mir hat ihr Leben verzockt und schlägt seither nur noch Solo-Purzelbäume? Jetzt konnte ich das endlich mal komplett lesen. Ich weiß es nicht, ich kenne keine Akrobatenfamilien. Batclaw, Entwaffnung, Schall, Krypto-Zeugs. Ich würde sagen, wir... So, wir rüsten uns jetzt mal ein Spezialkombo-Bettschwarm aus, um die ganze Sache ein wenig interessanter zu machen. A und X, okay. Bist du sicher, dass du diese Verbesserung willst? Diese spezielle kampfeinsetzbare Bewegung. Rufe einen Schwarm von Fledermäusen herbei. Warum auch nicht? Wir haben halt eben einfach mal Fledermaus-Superkräfte. Die machen so... Die alle Feinde in der Nähe angreifen und orientierungslos machen, um einen größtmöglichen Schadenslogen zu erzielen, sollte man sich vor dem Angriff inmitten einer Gruppe von anderen positionieren. Diese Spezialkombo-Bewegung kann nur dann eingesetzt werden, wenn ein Kommunikations... 8 überliegt. Ja, mach ich mit.
Mach ich. So. Schön, jetzt haben wir das auch drin. Und, eine Riddlergeisel. Immer Sharp hätte in Gotham das Sagen. Wieso hat der Professor Strange alles überlassen? Naja, weil er eine faule Sau ist. Moment, halt. Das war irgendwie falsch. Ich probier das nochmal. Let me repeat from the first phrase. So. Wo wollen wir denn jetzt hin? Jetzt gehen wir aber wirklich. Jetzt gehen wir aber. Oder? Sie können uns wenigstens essen. Wie fest muss ich zuschlagen, damit du dich erinnerst? Ich habe ihn nie getroffen! Wen? Gibt's da Informationen irgendwo? Wen hast du nie getroffen? Es ist die blöde Fledermaus! Jopp, die und keine zweite! La la la. Och, du hättest ruhig mal einen von deinen Kumpels treffen können. Oh, fuck, Farag. Ich töte dich, Flattermann. Hup. Ah, fuck. Ihr seid viel zu viel. Du solltest vielleicht... Wusch. Tack. Oh, was? Wieso hat denn jetzt die Spezialkombo nicht geklappt, hä? Ich hab gerade gedrückt, aber es wollte nicht. Komm mal jetzt. Wusch. Aha, das war jetzt ganz toll. Und was hat uns das jetzt effektiv gebracht? Wusch. Ja, du hast einen von deinen Kumpels gehauen. Das ist echt kompliziert hier. Wenn man das alles in den Griff kriegen will, dass man zwischendurch noch ein paar Sachen reinpackt. Wusch. Ja! Perfekt! Hat er dem nochmal eine geknüppelt. Schön. Oh, das wird interessant. Man kann echt geilen Scheiß machen. Boom! Plonk! Das ist nur noch Holz auf Holz. So. Ja. Gut, Bäumchen freut sich, hat wieder Chaos und Verwüstung über die Stadt gebracht. Ich glaube, ich bin gar kein Superheld. Oh! Es ist Batman! Ach verdammt, warum müsst ihr mich immer verraten? Flup! 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 Keiner zum Hauen da. Oh, das ist ja echt unfair. Zack. Upsa. Zack. Flap. Flippity flup. Na, komm, jetzt gibt's hier die trockene Faust. Aua. Ich will doch mal die Trommelfaust machen. Da. Oh. Und du kriegst auch noch was. Zack. Kleiner Elektroschock, schneller Batarang. Das war gemein. Schocken und dann voll so ein Batarang aufs Kinn. Aha, okay, gut. Wo geht's zum Pinguin gleich nochmal lang? Da drüben. Okay. Sag mal, können wir die eigentlich fotoknipsen oder haben wir es schon? Objekt außer Sichtweite? Was soll denn das heißen? Eine gute Note in Chemie und schon bist du erleuchtet. Anhaltender Groll. Arkham City Story freigeschaltet. Wen das interessiert, der muss jetzt Pause drücken. Da steht anscheinend irgendeine lustige Geschichte. Ist aber die zweite von dreien. Und ich weiß nicht, ich mach die mal immer so verdammt. Eigentlich ist es Quatsch, die 2 von 3 zu zeigen, ohne die 1 gezeigt zu haben und ohne die 3 zeigen zu wollen. Tja, so bin ich. Ha! Ich bin unberechenbar. Ich bin ein Genie des Chaos und ich bringe Chaos und Verwüstung in die Welt, indem ich nur die halbe Wahrheit verrate. Yay! Das ist der Baume. Gefährliches Halbwissen. Da war eine Riddle-Diddle. Warte mal kurz. Wie kriegst du dich zusammen eigentlich? Warte mal, dann brauchen wir den hier. Und dann machen wir so. Und dann müsste das ja eigentlich schon gleich offen sein. Intelli-Klug. Goodie. Warte mal kurz, ich glaube, ich habe vergessen, die letzte Folge abzustreichen. Ich muss mal meinen Kalender führen. So. Okay, nur damit ich weiß, wie der Stand ist. Es müssen ja immer pro Tag 2 Folgen rauskommen. Und ich muss das abstreichen, damit ich eine gerade Anzahl aufnehme. Würde ich einfach gerne so machen. Weißt du wie?
So für die Leute, die das wirklich jeden Tag, den Tag täglich verfolgen. Ui! Schön. Gelandet. Jetzt können wir endlich mal hier reingehen. Mein Gott, hat das gedauert. Oh Mann. Also, ich wollte das bestimmt schon vor 4 Folgen. Oder 5. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen ja voran. Es dauert zwar ein bisschen. Willkommen beim Cyrus-Pinckney-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Verwaltung. Ganz besondere Angebote. Was denn zum Beispiel? Eine Kugel? So, da war ein Pinguin, den haben wir schon kaputt gemacht. Gut, okay, dann hacken wir den Scheiß jetzt endlich mal. Jetzt sind die Störsender ja weg. Willkommen im Cyrus-Pinckney-Institut für Naturkunde. Dinosaurier. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Gefahren aus der Tiefe? Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. Bist du dir sicher? Der vor 65 Millionen Jahren dort sein. Ich kannte es schon. Wo jetzt Gotham City steht. Schade, dass man sich nicht zweimal erschreckt. Aber das, so was merkt man sich irgendwie. Okay. Schön stillhalten, schön stillhalten, ja? Schön stillhalten. Drei Gegner, alle drei unbewaffnet. Gut, dann kann ich ja machen, was ich will. Wir legen alle Besuchern einen Abstecher ins Wasser. Eine Wand. Das darf nicht sein. Wer hat hier eine Wand hingebaut? Nicht unter meiner Leitung. Cool. Was war das gerade? Naja, egal. Eine Ritter. Sehr gut. Okay, haben wir noch mehr geilen Scheiß? Hier drüben vielleicht. Hallo? Hallo? Guck mal da. Hä? Das? Niederschlagen? B? Versuch nur mich zu besiegen! Trau dich! Was? Oh fuck, warte mal kurz. Der hat ja ein Messer. Da haben wir doch was Neues gekauft. Ja, geil! Ich hab's endlich mal hingekriegt. Gott, hat es lange gedauert. Erd! Wie gesagt, ich hab das Spiel schon mal gespielt und ich hab's beim ersten Durchlauf kein einziges Mal hingekriegt. Uiuiui. Dass du immer zuhauen musst, wenn ich gerade beschäftigt bin. Furchtbar. Furchtbar. Ja, was ich gerade gemeint habe mit dem, ich hab's endlich hingekriegt. Ich meinte damit, dass der Messermann mit seinem Messer hackt. Eigentlich musst du dann nach hinten von rückwärts weglaufen und Kontern gedrückt halten. Aber wir haben ja jetzt dieses Upgrade, dass wir den schnell ausschalten können. Und dann musst du zwischen den Hieben immer loslassen, nochmal loslassen, loslassen. Und dann knockt er ihn sofort aus. Weil ihr habt's mitgekriegt. Ich hab ihn ausgenockt und er ist auch nicht nochmal aufgestanden. Jetzt waren es nur noch zwei und ich habe die restlichen beiden in relativer Ruhe ausgeschaltet. Hat sich das Power-Up auch endlich gelohnt. So, dann haben wir jetzt noch unseren Batman-Schwamm. Als nächstes will ich... Dino, sei ruhig. Dino? Okay, gut. Als nächstes möchte ich gerne upgraden, dass wir schneller an unsere Combo rankommen. Und dann will ich mir mal ein paar Combos zulegen. Denn wir haben jetzt die maximale Panzerung. Und man hat schon mitgekriegt bei der ein oder anderen Massenschlägerei, dass wir echt verdammt viel einstecken können. Und das ist auch gut so. Denn ich bin bis jetzt nur ein einziges Mal gestorben, glaube ich. Und zwar beim Riddler. Und da habe ich ja gesagt, dass es eine Falle ist. Ne? Also bin ich erstmal YOLO voll reingerannt. Alles klar. Gut, hier ist jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns wieder. Falls nicht, ist schade drum, aber ich hoffe, ne? Nachher, gleich, jetzt, wenn ich fertig bin mit Quasseln und die nächste Folge anfängt. In diesem Sinne, sage ich bin der Baume. Auf Wiedersehen und reingehauen.